Tja, Satz mit X war wohl nix. Na? Dann ab ins Meer. Wir werden uns auf jeden Fall noch Gilgamesch holen. Ich weiß nicht, ob der Piratenschatz mich interessiert. Ah, da seid ihr ja. Lass mich mal ans Funkgerät. Sorry, nicht das neueste Modell. Kommt mir entgegen. Hä? Oh. Gut, wiederhole. Zone 7, 205, 246. Ja, genau. Mhm. Der nördliche Kontinent. Roger. Position ist an alle Einheiten übermittelt. Hm. Ich hab ein wenig nachgeforscht. Dieser Schlüsselsteinfluch. Da scheint ziemlich was dran zu sein. Wer ihn benutzt, hat sein Leben verwirkt. Nein. Es heißt lediglich, dass die, die mit ihm in den Tempel gingen, nie zurückgekehrt sind. Hm. Das ist doch das Gleiche. Und trotzdem schickt der Direktor uns einfach dahin. Sind wir dem völlig egal? Er selbst kommt auch mit. Soll verstehen, wer will. Ein Mann ohne Furcht, was? Ein Mann ohne Furcht? Ein Mann ohne Skrupel ist das. Nicht, dass ich solche Typen hasse, aber... Es geht los. Wir fliegen voraus und bereiten alles vor. Verstanden. Die Turks wollen zum nördlichen Kontinent. Ah, wird turbulent. Schaffst du das? Na klar. Mit links und verbundenen Augen. Und sind die Flügel auch gestutzt? Die Bronco wird sich tapfer durch die Wellen kämpfen. Das heißt dann wohl wieder Schaukelpartie. Vermutlich. Na, das Leben ist halt eine Achterbahnfahrt, was? Shinra hat Armee und Turks mobilisiert. Macht euch besser auf was gefasst. Alles wie immer. Verehrte Gäste, hier spricht Ihr Kapitän. Wir fahren nun aufs offene Meer. Bitte rechnen Sie mit plötzlichem Schaukeln und Schwanken. Schiff ahoi! Muss das sein? Die Bronco ist ein Kleinflugzeug. Für hohen Wellengang ist sie nicht gemacht. Also Augen zu und durch! Alter, was geht ab, ey? Das ist halt einfach nochmal ein ganzes Gebiet ist, ey. Na ja, wir müssen dann auf. Aber warte mal, was ist der nördliche Kontinent denn eigentlich? Ist da? Aber ist da nicht Nibelregion? Das Lustige ist halt einfach, wir waren halt was. Ein oder zwei Tage. Delfine? Naja, cool. Ein oder zwei Tage unterwegs, um von Juno mit einem Schiff dann rüber zu fahren und wir sind dann mit der Tiny Bronco in einer Minute drüben. Ist auch immer wieder geil, solche Dinge. Alter, da ist ja ein ganzes Plateau. Hey, was ist das da? Leuchtet das nicht blau oder ist das bloß ein Effekt?
Seetang des Pyr... Warte, das ist einfach so zu finden? Ja, gut, dann können wir ja das auch machen. Wir sollten mal wieder etwas auf die Tube drücken. Kurs halten und volle Kraft voraus. Ah, das sind dann Fake-Dinger, so wie es ausschaut. Ich mag die Musik im Hintergrund. Mehr Seetang. Die hat eine echt beschissene Kurvenlage. Alter, das ist echt nur 4. Aber wir gehen da links rum erstmal. Ein bisschen erkunden können wir ja dann trotzdem. Ich dachte, ich könnte es mit dem Arsch erwischen. Und... Was ist denn da? Drache? Geheime Piratengrotte Epsilon. Alpha, Beta, Gamma. Ist das Gamma? Alter, das Ding schaut voll übel aus. Wir speichern vorher. Bereit für die Schlacht? Oh. Mach! Zack! Nimm das! Na dann! Los! Auf! Ja! Flieg! Mir da! Ja. Los! Es geht los! Zack! Weiter! Ja, los geht's! Das wird wehtun! Los! Es geht los! Jetzt! Du schaffst das schon. Die Arbeit. Dein Einsatz. Ich leg los. Hoch. Wechsel. Ich zähl auf dich. Ich mach das. Verdammt. Und los. Zeig ich euch, was ich kann. Was? Ist so? Boah. Du musst das beenden. Weiter! Ja! 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 Ab mit dir! Übernimm du! Überlass das mir! Ja. Viel Erfolg! Zieh dich zurück! Ja. Bereit? Bin da! Zack! Mach! Es geht los! Ziemlich schwach! Ist jetzt Schluss! Los geht's! Du, Finis! Aufgepasst! Das war knapp! Oh. Komm schon! Alter! Jetzt nicht schlapp machen! Was hat denn das Ding für... Diese Magie ist halt kacke. Es geht los! Wieder besser!
nichts überstürzt. Triffst du von dort besser Arbeit? Für dich! Runter! Hin! Ja! Zack! Ja! Ja! Zack! Hin! Ja! Weiter geht's, zähl auf dich! Ich mach das! Ausgezeichnet! Bring es hinter uns! Jetzt gebe ich Eis! Runter! Ich komme! Das war's dann! Na? Ja! Schon gewonnen! Ja, übles Viech! Hallo? Ihr hättet jetzt nicht eine Stunde warten müssen. Kampf wiederholen, klar. Ich könnte mir auch ins Bein schießen, wäre auch ganz lustig. Kann's losgehen? Dahin. Ach, dahin geht's. Also nirgends halt. Warum musst du immer bremsen beim um die Ecke fahren? Zieh doch einfach durch. Ah. Oh, ich hätte überhaupt eine Schatzkarte. Wir fahren zu Gilgamesh. Hä? Muss ich da ganz hoch? Echt, das kleine Ding, was ich nicht berührt habe, habe ich erwischt, aber das große nicht. Zugang zu Gilgamesh. Meshs. Gilgameshs? Crown, bitte sei vorsichtig. Diese Insel ist ganz plötzlich aufgetaucht, als wir auf der Suche nach der Protosubstanz waren. Gilgameshs Insel. Wer weiß, was uns an diesem Ort erwartet. Mai! Mai! Wach auf! Oh, was ist denn los? Ich war gerade so schön im Schlafmodus. Wo sind wir hier eigentlich? Zuerst brauchen wir eine Analyse aller Kreaturen in der Nähe. Oh, okay, wird gemacht. Es sind keine Daten vorhanden. Ich kann hier gar nichts tun. Verstehe. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ich empfange auf dieser Insel Signale von allen Protosubstanzen, die wir bisher entdeckt haben. Ich denke, unsere Suche nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Bitte sei weiterhin auf der Hut, Cloud. Ja, aber die Höhle hört ja auch nicht mehr auf.
Wie viel fucking Lichter hat er hier aufgestellt? Hat so eine leichte Resident Evil 4 Stimmung gerade, ne? Also ist jedenfalls das erste, was mir da drauf einfällt. Wow, genau, kurz. Ja, da ist er wieder gelenkig wie Sau, ne? Zum Rumdrehen. Das ist sie also. Die neu entstandene Insel. Erschaffen vom geheimnisvollen Gilgamesch. Sie ist in gutem Zustand dafür, dass sie versunken war. Ich vermute, dass das Meer sie vor Magnetfeldern geschützt hat. Doch wie wurde eine unbewohnte, vom Meer verschlungene Insel zur Schnittstelle mit einer anderen Dimension? Oh, ich möchte alles über diesen Ort wissen. Oh, tut mir leid. Was wir bisher als Protosubstanzen bezeichnet haben, sind in Wahrheit Teile der Genji-Ausrüstung. Und es gibt einen legendären Schwertmeister, der hinter ihnen her ist. Alle Fäden laufen hier zusammen. Wir sind des Rätsels Lösung ganz nah. Cloud, ich bitte dich, finde sie für mich. Das schaut hier schon sehr geil aus. Seid mir willkommen! Ich warte seit fast 100 Jahren und endlich treffen wir uns wieder an diesem schicksalhaften Ort. Ich bin der Schwertmeister Gilgamesch! Heute ist der Tag, an dem ich zurückfordere, was mein ist! Genji gehört mir! Hey, hey! Hey, hey! So. Wissen die nicht, mit welcher Kostbarkeit sie es hier zu tun haben? Keine Sorge, mein armer Schatz. Ich kümmere mich umgehend um dich. Unser Entscheidungskampf wird noch warten müssen. Stattdessen ist es an der Zeit für die Härteprüfung. Wenn hier jemand ein Dieb ist, dann ja wohl ihr! Ha? Für diesen Frevel und für die Besudelung meiner über alles geliebten Rüstung werdet ihr büßen! Wir bringen sie wieder zum Glänzen. Natürlich behalten wir sie im Anschluss. Zuerst müsst ihr aber unseren Kampf gewinnen. Werden wir. Klar. Über dein dummes Geschwätz lacht bestimmt die ganze Welt! Aber gut, ich will mal nicht so sein. Nun denn! Sucht die Schreine der Härteprüfung! Beweist, dass ihr das Feuer in euch tragt, um Genji auferstehen zu lassen! Dass ihr mir dort ja euer Bestes gebt! Umso härter eure Schläge, desto schöner erstrahlt Genji! Geht, eure Prüfung wartet! Kämpft und zeigt mir, dass ihr gewachsen seid. Hat er sich jetzt ausgesperrt? Du
Wow, jetzt müssen wir die ganze Kacke nochmal sammeln. Ich wollte auch nichts weiter als jetzt den Gilgamesh platt machen. Wenigstens die verdammte Insel nicht so groß. Aber ja, ein Funkturm da, auch schon mal nicht schlecht. Hä? Möchtest du die Härteprüfung unterziehen? Runde Titan Neo Bahamut. Warte, war es gegen beide? Was hast du hier vor? Ah, oh, scheiße. Das ist nicht denn ihr Ernst, oder? Es ist nicht das, was ich jetzt da gelesen habe. Wollt ihr Fucker mich aufregen? Was? Mir nach. Ja. Gut gemacht. Jetzt kommt was. Verdammt. Flieger. Kleinigkeit, es geht los. Jetzt oder nie. Nicht übertreiben. Bin ich jetzt drin? Wechsel! Ja. Ich übernehme. Ja. Ha. Der Feind ist geschwächt. Ja. Nicht gut. Ich bin auch mit von der Partie! Ab mit dir! Cloud ist tot? Achso, ja, man kann ja während der Scheiße unterbrochen werden. Nein, ich habe nicht gespeichert, ne? Ich dachte... Fang mich! Ich am Leben! Ja. Keine Sorge! Was?
Irgendwelche letzten Worte? Okay, unser Espo haben wir jetzt auch schon verbraucht. Tschüss, bis bald! Bereit? Hoppla! Ich zähle auf dich. Kannst du überleben? Ich leg los! Dein Einsatz! Jetzt erst recht. Ja. Das war's dann! Okay, das hat irgendwie nicht viel geholfen. Ich hab keine Kraft mehr. Überlass das mir. Ich zähl auf dich. Ich mach das. So wird das nichts. Los. Lass mich mal. Das war knapp. Nicht aufgeben. Jetzt oder nie. Schlupf, lass dich. Hau rein. Ich mach das. Der Feind ist geschwächt. Nimm's nicht persönlich. Jetzt kracht's! Weiter! Bin da! Jetzt zeige ich dir, was du Es ist vorbei! Bereit? Hier! Oh shit. Und die Ares konnte Ding vorher nicht machen. Wieder besser. Das tat weh.
sollte es wieder gehen. Triffst du von dort weg? Es ist los! Das ist... Nachschlag, zack! Gib auf dich acht. Das haben wir gleich. Ich leg los. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Und, ja? Das übernimm du. So, Limit. Aber wir müssen wechseln. Ziemlich hart. Lasst euch vom Sack tragen. Ja. Bereit? Na? Weiter. Ja. Zack, Linda. Übernimm du. Komm schon! Los geht's! Hoppla! Ich übernehme. Los! Ja! Problem! Jetzt! Ich komme! Bin ich jetzt drin? Flieg! Das stehen wir durch. Delfinschlag. Zieh dich zurück, ich zähle auf dich. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Der ist für dich. Oh, wir schaffen es. Nur keine Sorge. Alter. Haben diese zwei Bastarde besiegt. Und das auch nur wegen der Aris mit ihrem einen Lebenspunkt-Ding. Nach zwei, dann haben wir es geschafft. Wir müssen halt Odin auch noch holen dafür, ne? Okay. Es ist erstmal fertig. Ich hab keinen Bock mehr. Das war jetzt zu anstrengend, Alter. Oh, shit, war das übel. Oh, Gott. Alter, ich schwitze hier voll. Deswegen bedanke ich mich jetzt an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von... Oder in der nächsten Aufnahme-Session, ja, von Final Fantasy Rebirth. Hat jetzt kurz gedauert. Ja. Wir müssen Odin holen und wir müssen dann noch zwei Kämpfe machen. Das heißt, Alexander. Oh Gott, Alexander und Kujata. Oder Kujata und Odin. Oder Alexander und Odin. Oh nein. Oh, das wird so schlimm. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich werde mal kurz nachschauen. Ich will nämlich wissen, auf was ich mich da einlasse. Und ansonsten spielen wir die Story einfach mal weiter. Wobei ich das mit dem Gilgamesh schon gern wüsste. Ach, scheißegal. Schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus.